Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Oh yeah. Ich habe eine Idee und für diese Idee müssen wir leider nochmal den Fußabtreter ein bisschen schamutzig machen. Dieses Zeug sieht irgendwie aus wie ein Hintern, mal ganz ehrlich. Dedalik, was macht ihr denn da? Das Spiel muss doch jugendfrei bleiben. Putzibot, putzibot. Komm her. So, und damit ich eine Spur auch wiederfinde, werde ich ein kleines bisschen demolieren. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphael Ruthbrand, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Mhm. So, weil, wenn wir jetzt hier oben im Klimaschacht einmal diese Fußmatte hier kaputt machen. Yep, hinterlässt er uns eine perfekte Spur. Oh yeah. Genau so muss es sein. So, er geht über die Brücke. Gut. Sehr, sehr gut. Ausgezeichnet, um nicht genauer zu sagen. So. Dann einmal über die Brücke. Dann einmal den Gang entlang. Und wir sind... Hey! Hey, was tust du da? Wer kam hierher, also? Ach. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Nochmal von vorne. Plitsch. Okay, dann... Nicht doch! Das ist ein Kunstwerk, da darf man nicht dran rumpopeln. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Er ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Schön. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Schön. Hat der überhaupt noch Kaffee drin? Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Ha, jetzt ist wieder was drin. Okay, warte mal, wir können das Spiel doch eigentlich auch vice versa machen. Weil... Wenn wir jetzt nämlich die Fußmatte hier beschmutzen... Also daraus eine schmutzige Fußmatte machen. Los, Putzibot! Zur Rettung des Teppichs! Des Fußabtreters, meine ich. Teppich wäre gleich ein bisschen zu übertrieben. Okay, der Kaffee ist... Yeah. Oh, so einen hätte ich aber auch jetzt nie... Na, put... Sauber. Na, put... Sauber. Entschuldigung, ich hab mich vertreten. Vielleicht. Also, das könnte schon getan, wir füllen den Kaffee von hier oben auf. Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Ja. Und sauber getroffen. Gut. Wenn ich mich nicht täusche, ja, und ich täusche mich ja nur selten, das ist, können wir jetzt der Spur hier folgen über die Brücke und... Hallo Putzibot! Vielen Dank, dass du die Spur auch wieder zurücklegst. Muhahaha. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Aber gewaltigen Mist. Auf zum Pidoka! Bye-bye. Na endlich. Okay. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Oh yeah. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast. Wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Ja. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystemen. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Hm. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Ja.
Das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der fotogenere von uns beiden. Und eine verdammte Rampensau. Ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Das wäre doch gelacht. Yeah. Funky Musik, baby. Yeah. Jetzt wird's funky. Rufus muss die Kameras ablenken. Wenn er dicht an ihnen vorbeigeht, kann er goldfreie Bahn verschaffen. Dabei kann Rufus immer nur die direkt angrenzenden Felder betreten. Sprich Goal an, sobald der Weg zum markierten Terminal frei ist. Tipp gefällig, aber natürlich. Rufus kann die Kameras auch da noch bewegen, während Go schon am Laufen ist. Funke. Okay, guck mal einfach hier mit. Nö. Was? Nö. Wie nö? Nö. Okay. Ah ja. Also Feld für Feld. Okay. Gut, jetzt machen wir so. Schaut er eh schon in die Richtung? Gehen wir eins hoch. Nee, ich hab die Kamera vergessen. Nehmen wir einfach mal eins zurück. So. Ha, ausgetrickst. Und nochmal die Kamera schnell holen. Und nach hier. Nee, da gehe ich lieber außen rum. Nö. Ach, überspring nochmal ein Feld, Mensch. Okay, dann haben wir das. Jetzt machen wir die hier hoch. Aha. Und Goal hat freie Bahn. Goal, jetzt! So geht das. Okay, jetzt müssen wir in das Terminal da drüben. Das heißt, die Kamera guckt in die Richtung. Das ist erstmal egal. Wir müssen die Kamera hier ablenken. So. Die können wir dann nach hier gucken lassen. Naja, nee. Ich muss nach hier oben gucken, aber wenn wir jetzt hier lang gehen. Nö. Wie nochmal? Nö. Und sonst so? Nö. Wie wär's mit? Nö. Yeah. Nö. Yeah. Nö. Yeah. Nö. Okay, gut, könnte rumgespielt. Wir könnten diese Kamera jetzt... Okay, ich muss diese Kamera nach unten. Dann habe ich... Warte mal... Die geht hier vorne lang, die ist da weg. Und zwar so. Okay. Jetzt haben wir bloß noch diese Kamera, die im Wege ist. Was wir machen, Rufus? Nö. Doch, wir machen das. Ne, warte mal, wir müssen vorher noch diese Kamera hier dahin positionieren. Dann machen wir das so und ha, Goal, freie Bahn, Baby. Und wie siehst du das? Nö. Paul, jetzt! Funke. Yeah. Funke. Paul, jetzt! Es funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh. Stimmt, Entschuldigung. Vielleicht. Paul, jetzt!
Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Solange es nicht zurück, so muss ja stehen bleiben. Oh yeah. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Baby. Wie jetzt? Rufus, der Weg ist ja noch gar nicht frei. Ach so, warte mal, das hab ich gleich. Okay, jetzt haben wir Goal da stehen. Wir könnten ja vielleicht... Rufus? Nö. Bist du dabei? Nö. Aber ich soll es auch nicht schaffen? Nö. Aber wenn du... Nö. Du könntest doch vielleicht... Nö. Aber Rufus? Nö. Und Goal? Nö. Aber... Nö. Jetzt hab ich doch mal... Ich möchte nur... Kurz... Nö. Ausreden. Nö. Denn... Nö. Mann. Okay, gut. Dann gehen wir doch einfach mal hier hin und wir nehmen die Kamera. Die da und schwenken sie einmal so. Machen so. Der Weg ist frei. Haben wir es geschafft? Nö. Na ja, Pessimist. Bowl, jetzt! Nö. Wundervoll! Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus! Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke! Ich glaube, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Was? Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Okay. Geld. Viel Geld. Geld? Hier gibt es kein Geld. Der Organon arbeitet unehrenamtlich. Macht nichts, hat keine Eile. Ich kann warten. Ich aber nicht. Wünschen Sie sich gefälligst was Vernünftiges. Okay. Noch einmal das Meer sehen. Kein Problem. Ich wollte Sie sowieso ins Meer schmeißen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Kreuzer fährt jeden Moment in Porta Fisco ein. Super. Außerdem wünsche ich mir... Moment mal. Das war doch schon Ihr Wunsch. Wie kann das mein letzter Wunsch gewesen sein, wo ich doch noch einen habe? Das leuchtet mir ein. Noch einmal Elysium sehen. Okay. Laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder. Aber na gut. Dann einen letzten Kaffee. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Oh yeah. Putzibot, du bist der Beste. So, auf dem Weg... Einen Weg auf die Brücke finden, Goal retten und dann mit Go nach Elysium. Oh yeah. Funky. Ja, ich glaube, zum Hauptschiff müssen wir jetzt nicht zurück. Wir müssen Goal hinterher. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Okay. Interessant.
Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Okay. Oh. Vertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Glitis und stimmt. Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Ich da natürlich wieder kein Inventar. Er hatte so einen wunderschönen Brieföffner gehabt. Oppenbord, ein gutes Versteck und... Ernsthaft? Really? Serious? Okay. Da das Ganze hier ein bisschen zu einfach ist, machen wir an der Stelle auch eine kurze Pause. Ich danke fürs Zuschauen und wir sind eigentlich so nett, Rinja und tschüss. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Oh. Na dann, vorwärts. Mit dem größten Vergnügen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä? Oh. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten, Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... Ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Hey, stopp! Was tun Sie da? Was
bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt!